Willkommen bei unserem nächsten Video zum Thema Tipps. Ein nachhaltiger Schulalltag. Des Weiteren die Ökobox. Die Ökobox hat den Vorteil, dass sie immer wieder verwendbar ist. Und wenn man sie nicht mehr braucht, muss man sie einmal spülen und zurückgeben und dann bekommt man die 5 Euro, die man eingezahlt hat, wieder zurück. So brauchen wir die Take-Away-Boxen nicht mehr. Und der Restopolis hat auch Besteck. Dieses Besteck hat auch den Vorteil, dass es immer wieder verwendbar ist. Ein weiteres Thema: Wir haben 6 Wasserspender an unserer Schule. Da könnt ihr unsere MLG-Cans-Flaschen auffüllen gehen. Die haben auch den Vorteil, dass sie immer wieder verwendbar ist. Und alle STM-Klassen bekommen sie gratis. Recycling. Um Müllberge zu vermeiden, müssen wir den Müll richtig trennen. Dafür erkläre ich euch jetzt, wie man den Müll richtig trennt. In die schwarze Mülltonne gehört Restmüll. In die blaue Mülltonne gehört Papier. In die gelbe Mülltonne gehören Flaschen. Als nächstes Thema: Müll in die Mülltonne werfen. Wie zum Beispiel Masken, Zigaretten und Kaugummi. Bei Kaugummi besteht Erstickungsgefahr für Vögel. Des Weiteren nachhaltige Ernährung. Wie? Regional. Regional ist, sich von Lebensmitteln ernähren, die aus der Region stammen. Saisonal ist, sich von Lebensmitteln ernähren, die zur aktuellen Jahreszeit angebaut werden. Wie keine Erdbeeren im Winter. Nun, Fleischkonsum reduzieren, um schädliche Abgase wie Methan zu vermeiden. Zusätzlich, kein Essen verschwenden. Und nur so viel essen, wie man auch schafft. Das war's dann für dieses Video. Und schaut auch beim nächsten Video vorbei.